Das klingt ja jetzt alles schon sehr aufwendig in der Vorbereitung mit dem Schreiben und was du dir alles ausdenken musst. Wie aufwendig ist denn die Produktion an sich gewesen? Wir haben ja beim letzten Mal schon kurz gesprochen, dass du doch recht viel Aufwand betreiben musstest für die Atmosphäre anscheinend. Ja, Aufwand? weil es irgendwie, ja, Also es ist tatsächlich, es sind also nicht ein Thema Aufwand, aber es ist, glaube ich, die Serie jetzt, also die mit den meisten, wobei Larry Brand hatte ich auch mal bei einer Folge 26 Sprecher, aber es ist halt so, dass, glaube ich, jede Folge 30, 32 Personen. Ui. Und das ist natürlich schon, es ist teuer, weil du die alle bezahlen musst. Es ist natürlich aufwendig, weil du 1000 Aufnahmen hast. Also das ist, glaube ich, diese Serie mit den meisten Sprechern, die ich Ja. jemals gemacht habe. Aber ansonsten von der... Ne, ich meinte jetzt vor allem von der Produktion her, also so vom hinterher nochmal Hinterher bearbeiten. ja, also bei der Aufnahme ansonsten, klar, du hast mehr Sprecher, dauert länger. Ja. Aber tatsächlich war diese reine Produktionszeit, wie soll ich denn das jetzt, die reine Produktionszeit nachher ist länger und schwierig, kommen wir gleich zu. Was ich sagen will, ist, dass ich hier zum ersten Mal seit langem mal wieder tatsächlich die komplette Serie innerhalb von 8 Wochen komplett aufgenommen habe. Das mache ich ja sonst nie. Also sonst habe ich schon teilweise die Sprecher 2, 3 Jahre vorher die Hauptcharaktere aufgenommen. Die anderen nehme ich kurz vorm Mix auf und dann zieht sich das schon mal so, bis ich die alle aufgenommen habe über Jahre. Und hier habe ich wirklich an einem Block alle 4 Folgen aufgenommen. Das ist bei mir sehr selten. Dadurch war so die Aufnahmezeit eigentlich ging recht flott. Und das war relativ schnell. Und die Nachbearbeitung ist natürlich ein Traum. Also das hat wirklich sehr, 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 sehr lange gedauert. Was ist jetzt sehr, 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 sehr lange? Also wie lange hast du jetzt an Folge 1 konkret gesessen oder seit wann? Und bis wann? Wir sehen ja, das erste Exemplar steht Ich hier. arbeite ja immer so in so, da ist es, genau. Also ich arbeite ja normalerweise tatsächlich immer parallel 16 Stunden am Tag arbeite ich ja an mehreren Sachen. Also ich schreibe parallel, meinetwegen die nächste Staffel Macabros, nehme in Berlin Holmes oder irgendwas auf, nehme hier noch was anderes auf, mische parallel 3 Hörspiele, die in den nächsten 2 Monaten erscheinen. Also ich mache alles irgendwie gleichzeitig. Deshalb kann man das ja nie so genau sagen, wie lange hat es jetzt von Skripterstellung bis fertiger CD bei so einem anderen Hörspiel Ja. gedauert. Tue ich mich schwer mit. Aber hier habe ich jetzt, weil das hat auch die Aufnahmen waren, das war alles recht kurzfristig. Also ich hatte irgendwann gesagt, jetzt habe ich die Skripte fertig. Und ich hatte die Serie ja schon ein bisschen angekündigt, etwas länger. Und die soll jetzt aber dann und dann raus. Also ziehe ich das durch. Und deshalb habe ich hier jetzt tatsächlich, in der Zeit, wo ich die gemischt habe, habe ich nur das gemacht. Also ich habe gesehen, dass ich alles, was in dem Zeitraum erscheint, vorher fertig mache, Ja. Holmes, und hatte das alles auf Halde fertig. Und habe dann wirklich hier von August bis jetzt nur an dem Lovecraft gesessen, jeden Tag. Und das ist, finde ich, wahnsinnig viel. Weil ich denke mal, wenn man so eine andere Folge hochrechnet, für so eine Holmes-Folge brauche ich vielleicht für so einen Mix 1 Woche oder 2. Okay. Und hier, wie gesagt, das sind August, September, Oktober, 4 Monate Aber da hast du für jetzt eine Folge. jeden Tag dann Jeden immer. Tag gemischt. Okay, das ist schon aufwendig, würde ich jetzt meinen, denke ich. Du hast ja immer so das Konzept, dass du, also beim Holmes ist es oft so, dass erst die CD erscheint und dann mit Abstand der Stream oder der Download oder was man auch immer möchte. Ist das hier auch so Ja, angesetzt oder ist wird? immer so. Das werden wir auch erstmal so beibehalten. Ich behaupte ja immer noch, dass es auch was nützt. Also, dass Tatsächlich. dadurch tatsächlich, ja, wobei man Ja gut, wenn man es mittlerweile, jetzt direkt hören will, dann muss man die CD kaufen. genau, also Ja. mittlerweile brechen tatsächlich die CDs, aber das hat ja jeder, das bricht also immer weiter weg, muss man ganz klar sagen. Das ist so eine Zeit, das ist auch, glaube ich, nicht mehr aufzuhalten. Das ist einfach die Entwicklung und die CDs gehen immer weiter in den Keller. Also, durch die Bank durch. Wobei wir halt haben halt das Glück, dass wir mit Macabros zum Beispiel und dem Holmes halt 2 Serien haben, wo die CD-Verkäufe noch gleichbleibend sind. Also seit Beginn der Serie bei Macabros haben sie sich sogar gesteigert. Und das ist natürlich sehr gut. Und ich behaupte, dass das daran liegt, dass wir diese Zeitversetzung machen. Also ich bilde mir das einfach mal ein, Das kann dass ja es auch so gut ist. sein. Wie habe ich ja gerade Ja. schon gesagt, wenn du es dann hören willst, musst du zwangsläufig auf die CD Genau. zurückgreifen. Du kannst das hier nirgendwo downloaden. Das ist eigentlich eine coole Kiste. Ja, ich habe keine Fragen mehr, das war's.